Ja, Hallöchen und herzlich willkommen hier am Montag bei Lurch und Lama. Die lange Zeit des Wochenendes ist vorbei. Die Zeit, an der ihr auf Lurch und Lama Streams verzichten musstet, ist rum. Und jetzt ist er wieder da. Der Lurch und Lama Stream. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich freue mich auch, dass ich da bin, denn sonst wäre es irgendwie schräg. Heute Abend geht es um eine Cthulhu-Kampagne. Und zwar eine der richtig großen Kampagnen, die es schon in mehreren Iterationen gab. Also ist immer mal wieder neu gemacht worden, neu gedruckt worden. Und die möchte ich euch heute ein bisschen näher bringen. Und wie immer will ich nicht nur einfach über die Kampagne quatschen, sondern auch ein bisschen den Hintergrund beleuchten. Ich mache mal das Mikrofon hier weg. Warum habe ich das Mikrofon so im Gesicht? Das ist ja furchtbar. Hallo. So, Mikrofon ein bisschen aus dem Weg. Gut. Die gibt's noch. Gibt es denn der, die das Lurch noch? Natürlich gibt es den Lurch. Aber der Lurch ist nicht so gern vor der Kamera, aber das nächste Mal am Mittwoch bei Ilvarandin. Alles klar, wir reden heute über Nyarlathotep und über die Kampagne, die seinen Namen trägt, Masken des Nyarlathotep. Und bevor wir damit anfangen, mache ich auf das da aufmerksam, das, was da über mir steht. Zum einen ist das hier heute ein gesponsorter Stream. Keine gesponserte Meinung, sondern ein gesponsorter Stream. Denn Pegasus Spiele war so lieb, uns die Kampagne im Komplett hier mit allen Büchern, gehen die nachher durch, das ist eins davon, war so lieb, uns die in gedruckter Form zukommen zu lassen. Und wir machen natürlich gerne eine Rezi darüber. Wie immer. Sendezeit kann man kaufen, Meinung nicht, aber nichtsdestotrotz, da ist gesponserte Werbung, weil ich die Bücher geschenkt bekommen habe. Der Hype Train kommt, Alter, jetzt schon, bei Gol 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 im 9. Monat. Hey, herzlichen Glückwunsch zum Stream, Baby! Wie heißt es? Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Wüsste ich gern. Und auch Tornado. Mit Tornado habe ich auch ein Stream-Baby. Tschu-tschu. Hype Train. Sehr cool. Da ist der Erste. Dankeschön. Dankeschön für tolle Abos. Trinket auf Trinket. Jetzt schon. Ich habe wieder meinen Kaffeepott hier. Teepott. Und genau, so ist Tee drin. Gut. Bevor wir zu der Kampagne kommen, kommen wir mal zu. Das ist ein Fass mit Henkel. Das ist richtig. Reden wir mal über den Cthulhu-Mythos und das Wesen Nyarlathotep. Deswegen habe ich da, nein, da hingeschrieben. Da. Spoiler. Es sind Spoiler. Dankeschön. Hui, jede Menge neuer Abos. Danke, Welt, für 5 verschenkte Abos. Danke, danke. Also, es sind Spoiler hier. Wir reden über Dinge in der Kampagne. Und deswegen, wenn ihr das alles nicht hören wollt, dann müsst ihr jetzt wohl abschalten. Ansonsten bleibt einfach dran. Das ist völlig in Ordnung. Ihr könnt doch einfach dranbleiben. Aber beschwert euch dann nicht, dass ich euch gespoilert habe. Also, reden wir doch mal über den Herrn oder die Dame, das Wesen, die Entität Nyarlathotep. Nyarlathotep ist im Cthulhu-Mythos einer der äußeren Götter. Es gibt diverse Wesen außerhalb unseres Kosmos, in dem wir sind. Manche davon sind die großen Alten, wie
Cthulhu zum Beispiel ist ein großer Alter. Nyarlathotep ist kein großer Alter, sondern ein äußerer Gott. Der schwarze Pharao ist einer davon. Kommen wir aber gleich drauf. Nyarlathotep wird auch das kriechende Chaos genannt und ist, wie ich gesagt habe, ein äußerer Gott, der in unglaublich vielen Erscheinungsformen da ist. Deswegen heißt die Kampagne auch Masken des Nyarlathotep. Keiner der äußeren Götter, keiner der großen Alten taucht im Lovecraft-Mythos häufiger auf als Nyarlathotep, Digga. Der ist ziemlich häufig da, wird eigentlich damit verbunden, dass er den Menschen Fortschritt und Technik bringt. Das ist das, was Nyarlathotep macht. Allerdings nur Fortschritt und Technik, die die Menschheit auf Dauer zugrunde richtet. Everything comes with a price. Also die Atombombe zum Beispiel wäre so ein typisches Technikding, das Nyarlathotep den Menschen bringt, um sie hinterher kaputt zu machen. Das ist so ein typisches Ding für Nyarlathotep. Er taucht in unglaublich vielen Geschichten auf und ist in der Lage, im Gegensatz zu vielen anderen von den Göttern und im Gegensatz zu den großen Alten, in der Lage, in ganz gewöhnlicher Menschensprache zu sprechen. Das kann er und er besucht immer wieder unsere Erde. Er interagiert in regelmäßigen Abständen mit der Menschheit. Am bekanntesten ist, und das hatten wir hier gerade eben schon, wohl die Gestalt des schwarzen Pharaos, der, wie man sagt, aus der Dunkelheit des von 27 Jahrhunderten auferstanden ist. Im Prinzip war der schon immer da. Also der schwarze Pharao ist eine Konstante in Ägypten und erscheint dort immer wieder in den Mythosgeschichten. Aufgrund der, man sagt, 1000 Masken des Nyarlathotep ist es einigermaßen schwierig, ihn zu beschreiben. Also wie er aussieht. Denn er sieht halt ständig anders aus. Er erscheint ständig anders, er sieht anders aus, er benimmt sich anders. Mal ganz davon abgesehen, trägt er unter den 1000 Masken kein Gesicht. Allen Avataren von Nyarlathotep ist gemeinsam, dass sie kein Gesicht haben. So. Deswegen macht es eigentlich Sinn, sich nicht Nyarlathotep selber anzuschauen, sondern die Avatare, in denen er auftaucht. So, da haben wir zum einen den Bewohner der Dunkelheit. Der Bewohner der Dunkelheit ist ein gigantisches, aus Protoplasma bestehendes Wesen, von dem man deswegen sagt, es wäre Nyarlathotep, weil er immer wieder von Wesenheiten begleitet wird, die Nyarlathotep zugeschrieben werden. Danke für den Hype Train! Also, der hat immer wieder Diener dabei, die dem äußeren Gott Nyarlathotep zugeschrieben werden. Und deswegen geht man davon aus, dass der Bewohner der Dunkelheit Nyarlathotep ist. Ihm wachsen überall Tentakeln aus dem Körper, die so blopp raus wabern und sich dann wieder in Protoplasma auflösen, neue Tentakeln bilden. Also er wabert die ganze Zeit hin und her. Und er hat, was für Nyarlathotep sehr, sehr typisch ist, kein Gesicht. Es gibt ein schönes Zitat zu diesem Avatar, das ich einmal kurz vorlese. Vor einem Moment war dort noch nichts, dann stand dort plötzlich eine
protoplasmische Masse, ein kolossales Wesen, welches hoch in Richtung Sterne aufragte. Es war in ständiger Bewegung. Neben ihm, auf jeder Seite, waren kleinere Wesen, ähnlich amorph. Sie trugen Rohre oder Flöten in ihren Gliedmaßen und spielten diese dämonische Musik, welche hallte und widerhallte im engen Wald. Aber das Ding auf dem Stumpf, der Bewohner der Dunkelheit, war der größte Horror. Aus einer Masse amorphen Fleisches erwuchsen vor unseren Augen Tentakel, Klauen, Hände und zogen sich wieder zurück. Die Masse selbst schrumpfte und wuchs unbekümmert, und wo sein Kopf und seine Gliedmaßen hätte, sein Gesicht hätte sein sollen, war nur eine blanke Gesichtslosigkeit, die noch schrecklicher war, als wir es genauer ansahen. Und aus der blinden Masse ein tiefes Heulen ertönte in dieser halb bestialischen, halb menschlichen Stimme, welche mir so bekannt vorkam von den Aufnahmen jener Nacht. Also, ein Zitat über den Bewohner der Dunkelheit. Eine andere Entität, also eine andere Darstellungsform von Nyarlath Totep, ist das Bildnis des Hasses. Ich gucke zwischenzeitlich immer, wundert euch nicht, ich gucke auf meine Notizen rüber. Ist ein sehr obskurer Avatar Nyarlath Toteps, ist aus verschiedenen Menschenleibern verschmolzen, mit einem paar Flügel, die so ein bisschen wie Fledermausflügel ausschauen, sondert die ganze Zeit eine seltsame, klebrige Substanz ab. Und er scheint oft an den Orten sehr großer, blutiger, gescheiterter Schlachten. Also da taucht er oft auf, um Bilder der Schlacht wieder aufleben zu lassen. Also es ist so, deswegen wird er Bildnis des Hasses genannt. Überall da, wo viele Leute gestorben sind und viel Gewalt geherrscht hat, taucht das Bildnis des Hasses auf. Gettysburg, sicher. Klar, Stalingrad. Das sind Orte, an denen das Bildnis des Hasses auftaucht. Es gibt zu ihm keine direkten Kulte, die bekannt sind. Warum gehe ich mit der Stimme nach oben, als würde dann noch was kommen? Es sind keine Kulte bekannt. Dann sehr bekannt, Achtung! Spoiler, das Ding mit der gelben Maske ist eine weitere Form, die Nyarlath Totep annimmt auf unserer Welt. Das Ding mit der gelben Maske ist humanoid, besitzt auch kein Gesicht, nennt ihn natürlich auch den König in Gelb. Ne? Das Ding mit der gelben Maske taucht gerne auf. Auch hier ein Zitat, einige hörten dissonante Musik inmitten des Heulens und Lachens der ungesehenen Menschen von Igiroth, dampfende Leichen und einer entfernten Form gehüllt in gelbe Seide. Wenige überlebten tatsächlich lang genug und wurden von den seichten Wirbelwinden um von den seichten Wirbelwinden zu berichten, welche klagend durch die düsteren Lichtungen streift und sich auf Menschen stürzte, wie unsichtbare Hunde Körper und Seelen gleichermaßen zerreißt. Das Ding mit der gelben Maske ist ein Unterhändler. Also er kommt, vermittelt Wissen, Technik, Schutz, sonst was im Gegen, also der Preis, die Gegenleistung, die er dafür nimmt, Kunst auch, genau. Die Gegenleistung, die er dafür nimmt, ist Lobpreisung von drei Entitäten. Das eine ist Azathoth, der von ihm gepriesen wird. Das zweite ist Shub-Niggurath,
Und das dritte ist Nyarlathotep selbst. Also er sagt, kann ich dir bringen, aber das sind die, die du anbieten darfst. Künftig betest du diese an. Neben der Fähigkeit, dass er Wissen und Technik schenken kann, ist er bekannt für die Korrumpierung von Körper und Geist. Oftmals wird er verwechselt mit dem Priester von Leng. Das ist aber jemand anders. Der Priester von Leng ist nicht das Ding mit der gelben Maske, auch wenn sie viele Ähnlichkeiten haben. Dann taucht Nyarlathotep ebenfalls in Menschengestalt auf. Und die Erscheinungsform ähnelt am meisten und am häufigsten der eines schlanken ägyptischen Pharaos, der in roten Gewändern gekleidet ist. Knurrkater abonniert jetzt im 10. Monat. Vielen Dank und liebe Grüße an Kregen, unser Geburtstagskind des Tages. Yay! Herzchen in den Chat für Kregen. Der hat heute Geburtstag. Bester Kregen aller Zeiten. So, jetzt hier Herzchen für Kregen in den Chat. Geburtstagsherzchen. Das war keine Bitte und das ist keine Übung. Sehr schön. Alles Liebe zum Geburtstag, lieber Kregen. Also, der Pharao vermittelt nicht so sehr Wissen, sondern er korrumpiert Zivilisationen. Sein mächtigstes Werkzeug ist auch Technologie, wie von vielen anderen. Aber er korrumpiert tatsächlich nicht Individuen, sondern ganze Völker. Das ist das, was er tut. Wie immer bei großen Göttern, keine Ahnung warum. Also der erklärt das ja nicht. Also Nyarlathotep erklärt nicht, warum er das tut. Es gibt noch Unmengen weitere Avatare. Ich lese nur ein paar vor und werde da jetzt aber nicht mehr so drauf eingehen. Es gibt Atu, Akushinkage, die blutige Zunge. Gibt auch den Kult der blutigen Zunge. Der Bote der Alten, das Ding aus dem Dunkeln, der dunkle Stier, der Gehörnte, der gesichtslose Gott, das große Tier, der grüne Mann. Manchmal wird er da auch der hohe Priester von Leng genannt. Der kleine Kriecher, der kriechende Nebel, Pazuzu, der Schattenteich, der schwarze Dämon, der schwarze Löwe, der schwarze Mann, der schwarze Pharao. Dankeschön für 10 Abos, lieber Testsieger. Wow. Der schwebende Schrecken, der Schweinsdämon, ist auch ein Name, der mir besonders gefällt. Shugoran, das skelettartige Grauen, Tezatlipoca, der Uhrwerkmann oder der Wirtskörper. Das sind alles verschiedene Namen, die Nyarlathotep hat. Und jetzt gibt es da diese Kampagne. Da seht ihr eines der Bücher. Ich zeige die anderen auch noch. Wir haben Buch Band 1, trägt dieses wunderschöne Bildnis vorne drauf. Dann haben wir Buch Nummer 2. Dieses. Das ist übrigens der schwarze Pharao, der da vorne drauf ist. Dann haben wir Buch Nummer 3. Das ist das. Das ist so eine. Das ist der schwarze Nebel. Stelle ich wieder nach hier oben. Buch Nummer 4. Und last but not least, da gehe ich gleich noch mal näher drauf ein, die Handout-Sammlung. Mega.
Sehr, sehr cool. Aber fangen wir mal an und reden über die Kampagne Masken des Nyarlathotep. Es ist eine Großkampagne, wie man das so kennt. Es ist eine riesige Kampagne. Also damit verbringt ihr echt richtig viel Zeit, wenn ihr Masken des Nyarlathotep anfangt zu spielen. Es kommt wie immer darauf an, wie man spielt. Es gibt viele, viele Nebenplots in der Kampagne. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen, wie viel Spielzeit man investiert. Aber ich würde damit rechnen, dass wenn man so alle 2 Wochen oder sowas spielt, würde ich davon ausgehen, dass man sich für das Jahr sonst nichts vornehmen sollte. Wie viele Charaktere man braucht, auch das kommt ein bisschen darauf an, wie man spielt. Wenn man sich sehr, sehr strikt an die Regeln hält, dann braucht man ein paar. Dann ist auch diese Kampagne nicht ganz ungefährlich. Allerdings, und das gefällt mir extrem gut, in dieser Neuauflage von Masken des Nyarlathotep ist die Kampagne nicht nur mit den Regeln der 7. Edition von Cthulhu, sondern es gibt überall Kästen, wie man das Ding mit Cthulhu Pulp spielt. Und dann kann man das Ding wahrscheinlich mit den gleichen Charakteren durchspielen. Klar, gibt es immer ein Risiko, dass einer wahnsinnig wird oder stirbt. Aber diese Kampagne hat nicht nur die normalen Regeln, sondern geht auch immer wieder darauf ein, hey, wenn du Cthulhu Pulp spielst, ändere das an der Stelle so und so. Gefällt mir extrem gut. Wie immer, wenn man eine große Kampagne spielt, egal welche, ja, also wirklich ganz egal, welche Kampagne man spielt, steht man als Spielleiter vor der großen, großen Aufgabe. Da sind ein Eimer voll mit NSCs drin. Man hat diverseste Spielorte und am Anfang muss man erstmal 17 Millionen Seiten lesen, um zu wissen, worum geht es in der Kampagne? Denn es kann manchmal vorkommen in Kampagnen, dass man einen NSC auf eine bestimmte Art und Weise darstellt und dann hinterher im weiteren Verlauf der Kampagne merkt, ha, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Der ist eigentlich ganz anders. Deswegen gibt es bei den Masken des Nyarlathotep Buch 1. Und Buch 1 hat schlanke, lasst mich nicht lügen, wo ist die Seitenanzahl? 100 Seiten. Ja, 100 Seiten sind da drin. Überhaupt ist das ganz cool, weil auch wenn es mehrere Bücher gibt, fängt Buch 2 nicht bei Seite 1 an, sondern bei Seite 97. Das heißt, auch wenn es in mehrere Bücher aufgeteilt ist, gibt es hier im ersten Buch hinten den Hauptindex, das Hauptstichwortregister, das von Seite 1 bis Seite 600, 641, irgendwie sowas. Geht. Ist das A4? Du fragst Sachen. Ich würde sagen, ja, ist es. Ist A4. Tatsächlich. Doch, ist A4. Vielleicht ein kleines bisschen größer. Das Papier in dem Buch ist A4, aber es ist Hardcover. Steht natürlich immer ein kleines Stückchen über. Ne? Also ein bisschen steht es über. Das heißt, es ist minimal größer als A4. Aber das Papier, das da drin ist, ist A4. Das passt hervorragend in ein Kalas. Ganz hervorragend. Achso, wenn ihr euch dafür interessiert.
Machen wir mal direkt. Zack, boom. Da. Da ist es im Stream. Also, im Shop. Hier ist das erste Buch, das man, also das ist wirklich Spielleiterbuch. In diesem ersten Buch ist kein bisschen von dem Abenteuer drin. Das Abenteuer fängt in Buch 2 an. Das da ist ein komplettes Buch Spielleiterhilfe. Komplettes Buch, das dem Spielleiter hilft, eine so große Kampagne zu leiten. Und das gefällt mir extrem gut. Ich habe schon oft mit Großkampagnen gekämpft. Hier hast du am Anfang die Einleitung, wo drin steht, der grobe Plot, was passiert in dieser Kampagne eigentlich? Also wie ist die Kampagne aufgebaut? Wie geht man damit um? Wie geht man mit den Büchern um? Wie ist der Hintergrund der Kampagne? Und das ist wirklich, das beschreibt da komplett, was ist eigentlich passiert, bevor die Charaktere anfangen. Und was ich sehr geil finde, was würde passieren, wenn die Charaktere nicht erfolgreich sind in der Kampagne? Was würde mit der Welt passieren, wenn die Charaktere das nicht schaffen? Ja, du hast recht, Matipa. Also, es wird beschrieben, was ist in dem Hintergrund, worum geht es bei der Kampagne überhaupt, wie ist der große Plan der Gegenspieler. Dann gibt es zwei verschiedene Einstiege in die Kampagne, also zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man daran einsteigt. Es wird Nyarlathotep beschrieben und seine Rolle in der Kampagne. Denn, und das ist was Besonderes bei Cthulhu-Kampagnen, normalerweise taucht ja von den Großen echt keiner auf. Also nicht wirklich. Es geht darum, die könnten auftauchen und man hat mit Kultisten zu tun. Anders bei dieser Kampagne. Nyarlathotep handelt selber in der Kampagne. Also er ist da. Er handelt und die Charaktere können ihm tatsächlich sogar begegnen. Ist jetzt nicht gut, aber also spannend, aber es ist für die Charaktere nicht gut, wenn sie ihm begegnen. Aber sie können Nyarlathotep selber begegnen. Also es ist nicht so uralter Plot und man guckt sich bloß irgendwelche Steine an und hat mit Kultisten zu tun. Nein, nein. Man kann da schon selber nette Angebote bekommen. Bei Spielvorbereitung in dem Buch gibt es ein Kapitel, wie erschaffe ich mir einen sinnvollen Investigatoren für diese Kampagne? Was sind sinnvolle Charaktere für speziell diese Kampagne? Was macht Sinn? Und es sind vorgefertigte Investigatoren drin, die man da drin spielen kann, die, und das finde ich dann immer ganz schön, schon Verknüpfungen zu den wichtigen NSC haben. Das finde ich eigentlich ganz, ganz schick gemacht. Danach gibt es dann den Prolog der Kampagne. Also etwas passiert, wo die Charaktere reingezogen werden und dann sind sie quasi in der Kampagne schon drin. Man kann den, der Prolog ist optional. Ich würde ihn spielen, weil er auch ganz cool ist. Aber er ist nicht verpflichtend. Welche Charaktere sollte man spielen in dieser Kampagne? Erstmal, die Kampagne spielt in den 20ern. Und sie spielt auf der ganzen Welt. Also wirklich. Die Kampagne spielt einmal rund um die Welt und es ist im Prinzip eine Weltreise, die die Charaktere machen. Dementsprechend sollte man Investigatoren spielen, die sich das leisten können, die also entweder
selber die Kohle haben oder irgendwie angestellt sind und das sinnvoll ihrem Chef verkaufen können, warum sie diese Weltreise machen müssen. Also man könnte jetzt zum Beispiel einen Universitätsprofessor machen, der Drittmittel bekommt, um diese Kampagne machen zu können. Also einen Gönner, der ihnen die Flugtickets gibt. Es sollten Charaktere sein, die sowohl willens als auch dazu in der Lage sind, eine Weltreise zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Man sollte also keinen Charakter machen, der, also wenn man einen Charakter macht, der arm ist, der sich das nicht leisten kann, sollte man sich mit einem anderen Spieler der Kampagne zusammentun und überlegen, ist man vielleicht der Diener des anderen Charakters, ein Angestellter, und der Charakter, der es sich leisten kann, nimmt diesen Diener mit und bezahlt dem die Flugtickets. So. Alirion, das ist eine gute Frage. Das wahre Ich. Naja, Toteps, keine Ahnung, welches von den vielen sein wahres Ich ist. Wahrscheinlich sind alle sein wahres Ich. Worum geht es in dieser Kampagne? Was wissen die Charaktere am Anfang der Kampagne, worum es geht? Eine Forschungsexpedition, die auf der Weg unterwegs war, die sogenannte Carlyle-Expedition, ist verschwunden. Die Carlyle-Expedition ist weg. Und man selbst ist auf den Spuren dieser Carlyle-Expedition auf dem Weg einmal um die komplette Welt, um rauszufinden, was genau haben die eigentlich gemacht, wo haben sie das gemacht und warum. Um dann Stück für Stück herauszufinden, was diese andere Expedition gemacht hat. Ich finde es ein sehr cooler Kniff, wenn man sagt, die Charaktere gehen selber auf eine Expedition. Also sie versuchen selber etwas rauszufinden, muss man immer mit der Neugier der Spieler und der Charaktere arbeiten als Spielleiter. Das heißt, eigentlich könnten sie jederzeit sagen, nee, ich gehe nicht in die Pyramide. Aber da sie unterwegs sind, um andere zu retten, um andere zu finden und das Schicksal der anderen aufzuklären, haben sie immer diese Motivation, es könnte ihnen ja schlecht gehen und wenn wir jetzt aufhören, dann wer weiß, was aus unseren Freunden wird. Das finde ich eigentlich einen sehr guten Kniff. Man hätte die gleiche Geschichte auch ohne diese Expedition spielen können, die vorneweg gereist ist. Quasi, man könnte die Expedition selber sein, aber so hat der Autor den Kniff genommen, einer Expedition hinterherzureisen. Was den netten Effekt hat, dass man quasi mit den Charakteren ein Abenteuer spielt, das diese Expedition schon mal gespielt hat. Ne? Das heißt, man ist nicht der Erste, der irgendwo ankommt, sondern der Zweite. Finde ich mega gut. Ich sag's an, jetzt kommt Spoiler. Also jetzt will ich einmal kurz die Expedition vorstellen und ich spoilere jetzt Teile der Kampagne. Nicht komplett, keine Angst, aber trink dir Lulas. Trinket auf Trinket. Wer keine Spoiler zu dieser Kampagne haben möchte, der sollte jetzt wegschalten. Für alle anderen: die Carlyle-Expedition wurde angeführt von dem 24-jährigen Roger Carlyle, ein Playboy-Millionär, also wirklich so ein schicker Typ, Millionär, viel mit Frauen unterwegs, Society-Typ. Der hat eine Expedition angeführt,
mit der er sich, und da fängt es an, in das Abenteuer reinzuführen. Spielleitest du Dunkelzahn oder spielst du? Also Carlyle, und das ist das erste Seltsame, eigentlich so ein Jet-Setter, wendet sich vom Jet-Set ab, um eine archäologische Expedition nach Ägypten zu finanzieren. Die Expedition verließ New York 1919 und ging auf die Reise nach Ägypten. Folgendes waren die Mitglieder: Sir Aubrey Penhew, 54 Jahre alt, ein adeliger, reicher und bekannter Ägyptologe, der dabei ist. Hypatia Masters, 27 Jahre alt, schöne junge Frau aus der Oberschicht, die außerdem Fotografin und Linguistin ist. Jack Brass Brady, 26 Jahre alt, Söldner, Soldat, Waffenexperte und Carlyles Vertrauter und Leibwächter. Und als letztes Dr. Robert Houston, 52 Jahre alt, modebewusster Psychoanalytiker und Traumdeuter. Und hier in dem Buch sieht man die Carlyle-Expedition. Man sieht, wer aufgepasst hat, wird wissen, dass ich gerade fünf Namen genannt habe. Auf dem Bild sind sechs Leute. Die Dame da oben habe ich nicht genannt. Werde ich jetzt auch nicht tun. Spielt eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle, wenn es um das Verschwinden der Expedition geht. Im Prinzip kann ich den Hintergrund der Kampagne weiter vorlesen, denn das ist auch das, was die Charaktere sehr am Anfang erfahren. Die amerikanischen Expeditionsmitglieder sind zuerst von Amerika nach London gereist, um dort mit Sir Aubrey Penhew über das alte Ägypten zu reden. Also Penhew war noch nicht dabei. Die Expedition fährt los, trifft ihn da. Der schließt sich sofort an, kommt mit nach Ägypten. Die Expedition nutzte Kairo als ihren Stützpunkt, also von den USA erst nach London, dann nach Kairo, sind da und macht immer wieder kleinere Ausgrabungen in der ägyptischen Wüste. Das weiß man, das findet man ziemlich schnell heraus als Spielercharakter. Gerüchteweise machten sie dabei einen wichtigen Fund, aber die Expedition hat sich immer geweigert, der Presse gegenüber zu sagen, worum es ging. Die wichtigsten Mitglieder sind daraufhin weitergereist nach Mombasa in Kenia und dann weiter ins Innere des Landes nach Nairobi. Anfang August heuerte die Expedition 20 Träger an und brach dann in die Wildnis auf, wo sie verschwand. In der Wildnis Kenias. Im März 1920 erzählte ein Mitglied des Kikuyu-Stammes, den Behörden von Nairobi, dass sie eine Gruppe von Weißen in der Nähe des Berges des Schwarzen Windes gefunden haben. Später deuteten Gerüchte an, dass nicht menschliche Mächte die Expedition vernichtet hätten. Als sie vom Verschwinden der Expedition erfährt, reist Erika, die Schwester von Carlyle, nach Afrika, heuert einen Suchtrupp an und nach 10 mühevollen Wochen fand Erika mit Hilfe der lokalen Behörden die Überreste der Expedition. Die Leichen waren erstaunlich gut erhalten, aber das, was noch übrig war, ist, also was man gesehen hat an den Leichen, also die sind nicht verwest, aber was man sieht, ist, dass sie scheinbar von wilden Tieren getötet wurden. Es fehlen einige
Mitglieder der Expedition, die nicht dort gefunden werden. Es gibt eine Verhandlung, es geht relativ schnell. Einige von dem afrikanischen Stamm, der dort in der Nähe war, der Stamm der Nandi, wird relativ schnell für schuldig befunden, verurteilt und zum Tode verurteilt. Und der Fall geriet in Vergessenheit, bis die Charaktere dazukommen, um den Fall aufzuklären. Das ist so die Hintergrundgeschichte, um die es geht. Man reist dann tatsächlich mit den Charakteren erst nach Ägypten, trifft dann da auf sehr abgefahrene Kulte. Wenn man weiß, es geht um Nyarlathotep und es ist Ägypten, dann sollte einem ziemlich klar sein, dass der schwarze Pharao dort wirkt. Das Abenteuer führt tatsächlich nach Ägypten. Also es fängt ja an in den USA, geht dann nach London. Ägypten, Australien, nee, vor Ägypten gibt es noch Kenia, Australien und China. Das sind die Orte, an denen die Kampagne spielt. Und ich finde es wahnsinnig spannend, weil man sehr, sehr toll Sachen aus diesen Ländern und die Zeit der 20 Jahre reinbringen kann. Gefällt mir super gut. Also ich hätte echt Spaß, sie zu spielen, wenn ich die Zeit dafür hätte. Habe ich leider nicht. Gut. Es gibt mehrere Seiten. Ich halte es mal hoch. Mehrere Seiten mit Bildern und den Leuten, die man begegnet in der Kampagne. Man sieht, da gibt es ein paar NSCs. Also, da sind die wichtigen, und das sind die wichtigen Personen der Kampagne, die werden über 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten mit NSCs. Da ist so ein grober Überblick. Das Schöne ist, man hat zu jedem von denen ein Bild. Und das finde ich erstmal super. Also wirklich, jeder NSC hat ein Porträt. Finde ich ziemlich cool. Die vorgefertigten Investigatoren, die da drin sind, sind Madeline Brown, eine Anthropologin, Dr. Arthur Dipton, Chirurg und Arzt, Archibald Washington, Ingenieur, Professor Eleanor Butler, eine Historikerin, Winston Green, ein Archäologe, Perry Astor, Forscher, Jennifer Smallwood, eine Dilettantin, also einfach Reiche, Johann Braun, Professor für Sprachen, Pranit Singh Dillon, ein Ex-Soldat, Françoise Pelletier, eine französische Fotografin. Ich find's cool, das heißt, es gibt sehr viele Möglichkeiten für Charaktere. Und ich zeig's einmal kurz hier unten, diese gelben Kästen sind immer die Anpassungen für Cthulhu Pulp. Auch das sehr, sehr schön gemacht. Ich werde jetzt nicht die Kampagne komplett durchgehen mit euch. Das wäre ja ein bisschen blöd. Dann braucht ihr sie ja nicht mehr zu spielen. Aber was ich noch ganz cool finde, im hinteren Teil werden noch die Schicksale von NSCs gesagt und es gibt die Auflösung. Also, was ist der Walkthrough? Was ist die Lösung für diese Kampagne? Spontanes Durchspielen der Kampagne mit dem Chat. Ihr habt doch alle Zeit mitgebracht. Ja, komm, das spielen wir durch.
Das läuft. Bis dahin eine normale Kampagne. Also schon echt, also dieses Buch, Buch 1, ist absolut wertvoll für Spielleiter. Absolut wertvoll. Jetzt kommen wir zu dem, was mich wirklich begeistert, und das ist das hier. Handouts. Man hat hier eine hübsche Mappe, also hübsch, eine Pappmappe. Hübsch ist sie nicht, aber einfach und sinnvoll. Da hat man vorne noch den Zettel, hallo, das sind die Handouts. Und dann hat man alle wichtigen Handouts, Tagebücher der Expedition, Telegramme, Beschreibungen von NSCs und was du über sie wissen solltest, Zeitungsausschnitte noch und nöcher. Also wirklich super viele. Briefe, Visitenkarten, Fotos, eine Streichholzschachtel, die man findet, abgedruckt. Finde ich sehr, sehr geil. Wenn man zum Beispiel sowas hat, wie man hat hier eine Visitenkarte und man sieht auf der Rückseite, dass da noch was draufsteht. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Wenn man sich die Mühe machen will, kann man natürlich das Visitenkartendings ausschneiden und auf eine dickere Pappe kleben, dass die wirklich eine Visitenkarte bekommen. Und dann gibt es Unmengen Papierkram, den du den Spielern in die Finger drücken kannst. Also wirklich Unmengen. Stadtpläne, hier ein Stadtplan von London, ein alter aus den 20ern. Grundrisse von Häusern und. Also ich meine, man spart dir schon viel, wenn einem eine Karte von die Handout-Box vom Crowdfunding ist noch einen Tacken geiler. Das stimmt, aber die hier sind schon sehr cool. Und es ist natürlich geil, wenn man hier so eine alte Karte von Afrika hat, wo halt noch die Namen von den Ländern wirklich draufsteht. Hier gibt es britisch Kenia, britisch Uganda, britisch Tanganyika oder portugiesisch Mosambik, belgisch Kongo, Abessin, anglo-ägyptisches Sudan. Also wo man sieht, das ist ja noch die Kolonialzeit. Ein Altstadtplan von Mombasa, Stadtplan von Nairobi. Könnt so ewig weitermachen. Denn hier sind wirklich, wirklich viele Handouts drin. Charakterbögen haben wir auch noch, inklusive der Bögen für die Fertigcharaktere mit ein bisschen Hintergrundgeschichte und. Also die Fertigcharaktere sind auch noch drin. Was ich geil finde, ist, da das Abenteuer 1925 spielt, der Kalender von 1925. Sowas ist natürlich Gold wert, ne? Also das, ich finde, das macht die Immersion nochmal wesentlich stärker. Es ist sehr, sehr cool. Ja, es kommt so an die, ich würde sagen, es kommt an die 100 Seiten Handouts ran. Ich habe sie jetzt nicht gezählt, aber ja, ich würde sagen 100 Seiten Handout. Ob das die erweiterten oder die normalen Charakterbögen sind. Sind zweiseitige Charakterbögen, wenn ihr das was hilft. Kann sie einmal so hinhalten. Hilft dir das?
weiß nicht, ob dir das hilft. Das ist der normale, alles klar. Und es sind noch hier die Beschreibung der Charaktere. Und natürlich sind auch Cthulhu-Pulp-Charakterbögen drin. Also, man hat eigentlich alles. Eigentlich braucht man nur noch Würfel und Spieler. Und dann hat man alles für diese Kampagne, was man braucht, um die spielen zu können. Kein lästiges, oh, ich muss mir das irgendwie rauskopieren oder was weiß ich. Man muss ja auch keine Handouts selber machen. Es ist alles da. Es ist alles da und es ist wirklich sehr, sehr viel Liebe in dieses Abenteuer geflossen, in diese Kampagne. Abenteuer ist, ja, ist untertrieben. Für das, was man bekommt, also wirklich 1, 2, 3, 4 Bücher und die Handouts, 100 Tacken finde ich jetzt echt überschaubar, muss man sagen. Also dafür hat man echt richtig viel Spaß. Das Ganze übrigens in diesem formschönen Schuber. Tada! Die digitale Umsetzung. Ach so, die wollten das Ding für ein VTT umsetzen. Keine Ahnung, was sie nutzen werden. Ob sie Roll20 oder ich könnte mal nachfragen. Ich schreibe mir das mal auf. Und Morvus, ich frage nach bei Pegasus. Pegasus fragen. VTT. Pegasus VTT, welches? Ich schreibe die morgen mal an und frage die. Antwort gibt es bei uns auf dem Discord. So schnell, also wenn ich sie jetzt anschreibe, bekomme ich nicht eine Antwort. Diese Kampagnen, so toll sie sind, haben natürlich immer ein Problem. Es sind sehr große, lange Kampagnen. Das heißt, man muss sich schon als Spieler und Spielleiter echt committen. Denn das Ding ist nicht mal eben in 2, 3 Monaten durchgespielt. Es ist eine fette Kampagne, wo man richtig viel Zeit verbringt. Und wenn man jetzt noch auf Charakterrollenspiel steht und auch noch das machen möchte. Also nicht einfach bloß immer der Story folgen, sondern auch noch Spiel zwischen den Charakteren und so weiter. Dann ist man ein Weilchen beschäftigt damit. Ich finde allerdings, wenn man Rollenspiel in den 20ern mag, wenn man Cthulhu mag, dann ist das gut investierte Zeit, denn es ist einer der Klassiker. Es ist eine der großen Kampagnen. Es ist eine Kampagne, wo man tatsächlich mal sehr, sehr direkt das Wirken der äußeren Götter spürt am eigenen Leib. Das heißt, die Outer Gods sind tatsächlich da und handeln. Und man hat direkte oder indirekte Auswirkungen davon. Und vor allen Dingen, und da gebe ich Matipa recht, die ist super schön zu lesen. Also es macht wirklich, wirklich Spaß, diese Kampagne zu lesen. Ich habe das gemacht und ich fand es super. Es ist nämlich eine, die man auch lesen kann. Es ist nicht so zerhackt.
wie manche Abenteuer, die irgendwie hin und her springen. Es ist sehr schön chronologisch aufgebaut. Man hat die Vorstellung, man bekommt eine sehr genaue Vorstellung, wie sich das entwickelt. Die NSCs sind durchweg nachvollziehbar. Hab sie gelesen, das ist mir ja immer ganz wichtig. Die Motivation der NSCs ist schlüssig. So schlüssig, wie sie in einer Welt von Cthulhu sein kann. Ne? Also manche Sachen erscheinen einem völlig erratisch und sinnlos, aber es gibt immer einen Sinn. Und es gibt für alles, was da drin passiert, auch in der Story eine Erklärung. Ne? Also es ist nicht so, dass man irgendwann denkt so, oh, ja, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Das ist nicht so. Es gibt Gründe. Es gibt Gründe für alles, warum es passiert. Und das finde ich schön, es ist eine High-Stakes-Kampagne. Also es geht wirklich, wirklich um große Dinge. Also es ist nicht so, dass es da um einen kleinen Kult geht, der regional so ein paar Leute entführt und wenn die ihr Ritual machen, dann ist die Stadt kaputt. Nein, es ist viel größer als das. Es ist so komplette Weltverschwörung mit allem drum und dran. Globale Verschwörung in den 20er Jahren. Mega cool, super spannend. Azrael, was du machen kannst, ist die Auflage groß genug, dass man die Kampagne noch in einem Monat oder so kaufen kann. Können wir natürlich immer nicht versprechen. Also ich gehe davon aus, aber versprechen kann ich dir nicht. Was du machen kannst, ist, dass du das Ding bei uns im Shop auf Vorkasse bestellst und reinschreibst, ich bestelle das schon mal für übernächsten Monat oder machst irgendwie Lieferung zum Lula-Com-Dreh, zum Community-Treffen. Das ist ja dann, wo du das sagst, machst Lieferung dahin und bezahlst es einfach kurz vorher. Wir bestellen dir dann das Ding schon und du zahlst es dann einfach eine Woche vor dem Community-Treffen oder sowas. Das ist völlig in Ordnung. Das können wir machen. Es kann sein, dass dieser Tipp völlig nutzlos ist, weil es das Ding in so einer hohen Auflage gibt, dass du das auch noch in einem halben Jahr kaufen kannst. Aber Rollenspielverlage sagen nur sehr selten, wie hoch die Auflage wirklich ist. Deswegen kann ich es dir nicht sagen, ich kann es dir nicht versprechen. Diese Kampagne bekommt von mir, wenn man Großkampagnen mag, das ist wichtig, wenn man wirklich große Kampagnen mag, bekommt diese Kampagne von mir in der jetzigen Darreichungsform 10 von 10 Punkten. Ich wüsste nicht, was ich daran noch verbessern sollte. Wirklich nicht. Ich habe keine Dead Ends gefunden beim Durchlesen. Ich habe sie aber auch nicht gespielt, muss ich dazu sagen. Aber beim Durchlesen habe ich keine Dead Ends gefunden in dieser Kampagne. Man bekommt unglaublich viel Beschreibung zu den NSCs. Man bekommt richtig toll gemachte SCs. Also man bekommt richtig, richtig schön gemachte Fertigcharaktere mit Bild und Geschichte und allem drum und dran. Die Handouts sind nicht einfach im Buch drin und du kannst dir dann das PDF kaufen und druckst sie dir halt aus, sondern du hast über 100 Handouts. Alter, das ist eine Menge. Ja, und das macht das Spielerlebnis so viel besser, dass die Handouts hier ausgedruckt dabei sind. Sehr cool. Artwork gefällt mir auch sehr. Ich überlege gerade, wüsste ich überhaupt was daran zu meckern?
Ich wüsste tatsächlich nichts, was ich an dieser Kampagne aussetzen sollte. Ich würde sie, wie gesagt, selber sehr, sehr gerne spielen. Ich habe halt kein Jahr lang Zeit, um das zu machen. Aber großartige Kampagne, einer der Klassiker in einer tollen Darreichungsform. Ich glaube, dass diese Mappe für die Handouts, also das ist jetzt vielleicht das Einzige, was man sagen könnte. Ich glaube, dass diese Mappe, wenn man die wirklich aktiv spielt, die Kampagne, und das Zeug mit sich hin und her trägt, glaube ich, dass diese Pappmappe nicht lange durchhält. Ich glaube, die geht kaputt. Aber ich glaube, ich weiß nicht. Und deswegen kann ich das dafür nicht abziehen. Ich glaube, wie gesagt, das Pappding wird nicht lange halten. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, 10 von 10 Lamas für die Masken des Nyarlathotep. Großartige Kampagne. Spielt sie, wenn ihr Cthulhu mögt. Wirklich sehr, sehr geil. Und in den 20er Jahren kann man sehr, sehr geil spielen. Gut. Wir sind durch für heute Abend. Stündchen. Stündchen über Nyarlathotep und seine Masken gesprochen. Also, wenn ihr das Ding leitet, nehmt euch Zeit für Buch 1. Lest Buch 1 ganz in Ruhe durch. Macht euch notfalls Notizen. Post-its in die Bücher rein. Die wichtigen Stellen raussuchen. Buch 1 ist für euch super wichtig. Lest es sehr, sehr gründlich. Von mir aus auch zweimal. Aber lest Buch 1 sehr, sehr gründlich. Es sind ja nur 96 Seiten. Und da sind Fertigcharaktere dabei bei den 96 Seiten. Danach kennt ihr die Kampagne und wisst, was da drin passiert. Ihr habt einen Faden und an dem könnt ihr euch als Spielleiter immer entlanghangeln. Wenn ihr die NSCs, ihr habt gesehen, es sind super viele, das ist der Punkt, wo man dann als Spielleiter ein bisschen Arbeit reinsteckt. Das heißt, ihr schreibt euch zu den NSCs ein bisschen auf, wie die so ticken, wenn die vorkamen. Wie sprechen die, was für eine Körperhaltung haben die, wie sind die drauf. Das würde ich tatsächlich noch machen. Die Motivation derer wird zwar durch das Abenteuer deutlich, aber trotzdem würde ich mir noch so ein bisschen Quirks aufschreiben, die die Leute haben. Also wenn die irgendwie schräg drauf sind, damit sie den Leuten im Gedächtnis bleiben. Und es ist vor allen Dingen deshalb wichtig, damit die Spieler nicht wissen, ach guck mal, für der Charakter, der hat das und der andere nicht. Und dann weiß ich schon, welcher von den beiden wichtig ist. Den brauche ich, den nicht. Klar, also die Kampagne allein, stell dir diesen hübschen Schuber in den Schrank. Ja, also das ist schon ganz cool. Also die Bücher sind, die sehen gut aus. Die sehen absolut gut aus. Und wie ich es eben gesagt habe, sie lesen sich auch ganz gut. Also ist die Kampagne durchaus auch zum Sammeln geeignet. Natürlich ist die Kampagne, wie sie jetzt verkauft wird, immer noch sehr, sehr gut. Aber die All-In-Variante des Crowdfundings war nicht 10 von 10, sondern 12 von 10. Weil da ist die Box mit den Handouts noch mal viel, viel geiler. Aber nichtsdestotrotz, ja, absolut. Also wenn man Cthulhu sammelt, dann bietet sich das dafür an. Feini. Ich will es jetzt auch nicht sinnlos in die Länge ziehen. Wenn ihr Bock habt, da ist es noch mal gepostet, der Link zu unserem Shop. Zack, bumm. Da findet ihr die Masken des Nyarlathotep. Genau, die NPCs gibt es da als einzelne Karten. Die Crowdfunding-Variante war schon ein Stück geiler, aber das Crowdfunding ist vorbei, man bekommt es nicht mehr. Das hier bekommt man. Das ist der große Unterschied. Feini, dann
Wie geht's weiter diese Woche bei Lurch und Lama? Mittwoch, und ich freue mich sehr drauf, geht Varandin weiter. Und ich glaube, es wird eine ganz coole Folge. Es ist zwar unterirdisch, aber endlich unterhalten die sich nicht mehr nur mit einem NSC und irgendwie ist alles kaputt und blöd. Sie kommen wieder in etwas, was man Zivilisation nennen kann. Lasst euch überraschen. Und vielleicht begegnen sie, wir hatten ja diesen hübschen Cliffhanger beim letzten Mal. Vielleicht begegnen sie ja noch einem gewissen Zwerg wieder. Wer weiß. Am Donnerstag ist Shiraki dran und Shiraki macht was mit Fell und Haaren. Nein, nicht sich wachsen lassen, sondern zeichnen. Also sie erzählt euch, wie man Haare und Fell gut zeichnet. Und am Freitag gibt es noch ein Let's Play. What? Lama, echt? Zwei Let's Plays in einer Woche? Ja, Lama, zwei Let's Plays in einer Woche. Wie schaffen wir das denn alles? Ganz einfach, indem ich das zweite Let's Play nicht spielleite, sondern Marc, der Erfinder von Dieseldrachen, leitet Dieseldrachen. Und darauf freue ich mich auch. Das gibt es am Freitag. Ihr seht, noch eine volle Woche, schöne Sachen. Wir müssen gucken, der Martin wollte morgen eigentlich nochmal einen Musikstream machen, aber wir kriegen seine Technik im Moment nicht in den Griff. Wir arbeiten da dran. Ne? Also, wir arbeiten da dran, die Technik in den Griff zu bekommen. Sobald das funktioniert, gibt es auch wieder Musikstreams. Aber eben erst da. Wir werden sehen. So, ich wünsche euch eine ganz, ganz fantastische Woche. Nochmal, Kreggen, alles Liebe zum Geburtstag. Du bist ja super, Kreggen. Danke, dass du in der Community bist. Finde ich mega. Freue mich, dass du da bist. Allen anderen und auch Kreggen wünsche ich eine schöne Woche. Hab viel Spaß. Bleib gesund. Genießt das schöne Wetter. Ich meine, abends ist es dunkel. Könnt ihr in die Streams gehen, aber tagsüber ist echt dieses helle Ding da oben. Sonne. Geht da mal raus. Macht gute Laune. Macht tatsächlich, Sonne macht albern und albern sein ist gut. Also geht mal nach draußen, geht an die Sonne, genießt so ein bisschen den Frühling. Denn es ist Frühling. 20. war Frühlingsanfang. Heute ist der 21. Wir haben schon einen Tag Frühling. Und wenn ihr heute noch nicht draußen wart, habt ihr schon einen Tag Frühling verpasst. Also geht nach draußen in den Frühling. Und so verabschiede ich mich von euch heute Abend, wie ich es so gerne tue, mit dem guten alten irischen Reisesegen. Möge der Wind in eurem Rücken niemals euer eigenes sein. Gehabt euch wohl, Inshallah, macht's gut. Habt einen schönen Abend, liebt euch, spielt Spiele, bleibt gesund und bis bald. Tschüssi!